Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Late Cretaceous Park. Das hier ist übrigens auch schon die letzte Baufolge, aber das passt auch ganz gut, weil wie ihr sehen könnt, sind wir schon am Kartenrand angekommen und die Karte ist voll. Das sollte aber ja auch so sein. Also ich habe ja schon von vornherein gesagt, das soll nur ein kleiner Park werden. Und dementsprechend habe ich eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Karte gewählt. Und wo wir gerade beim Thema sind, viele von euch haben in den Kommentaren gefragt, welche Karte das ist. Das ist die Oregon-Karte. Das heißt, wenn ihr mal so einen kleinen Park bauen wollt auf einer nordamerikanischen Map, dann kann ich diese nur empfehlen. Im Hintergrund seht ihr mich übrigens hier schon wieder fleißig am Wege ziehen. Ich mache jetzt hier sogar schon wieder den grauen Rand. Und genau in der Mitte von diesem Weg soll dann das letzte Gehege hin. Aber die Rückseite, die mache ich jetzt erstmal ein bisschen höher, weil dort soll ein Besucherbereich hin und die Besucher sollen dann wieder eine super Sicht auf das Gehege haben von oben. Und da finde ich es halt immer schön, wenn es ein bisschen erhöht ist. Und wenn alles so Flachland ist, ist es sowieso immer ein bisschen, sieht langweiliger aus. Also es macht immer schon viel her, auch wenn es nur so kleine Höhenunterschiede sind. Aber Höhenunterschiede sind wirklich, wirklich wichtig. Und das müsst ihr auch immer vorher gut planen, weil gerade bei so Wegen muss man immer gut überglätten und das ist im Nachhinein immer schwer. Das müsst ihr dann halt immer am besten am Anfang vernünftig machen, dann gute Safe Games setzen, falls ihr mal was kaputt macht und dann immer vorsichtig an diesen Wegen lang arbeiten, weil da darf man logischerweise dann nicht mehr beigehen mit dem Erhöhen und Absenken, sonst macht man sich das alles wieder kaputt. Hier mache ich jetzt schon mal ein bisschen Platz für die ganzen Besuchergebäude. Da kommen Beobachtungsgalerien oben hin und einige Besucherläden. Auch mal ein Schutzbunker, weil da haben schon viele Gäste gemeckert, dass ich keine habe im Park. Dann noch ein Hotel und weitere Besucherläden. Hier an der Stelle habe ich mich dann entschieden, auch noch eine zweite Beobachtungsgalerie zu machen. Und dann habe ich schon mal so ein bisschen den Berg geformt. Weil das sollte nicht alles einfach nur eine glatte Klippe sein. Das sollte dann auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen flacher runtergehen. Ihr könnt euch ja sicherlich schon denken, welcher Dinosaurier dort in das Gehege kommen wird. Nämlich der Alamosaurus heißt der, glaube ich, oder? Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Er ist wirklich so. Ob ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, keine Ahnung, aber ist auf jeden Fall der Alamosaurus, der dorthin kommt, also ein Sauropode. Unten an der Klippe habe ich jetzt mal so einen unsichtbaren Zaun entlang gezogen. Auch wenn das natürlich optisch jetzt nicht das Allerschönste ist, aber das können wir ja später mit ein paar Büschen und Felsen und sowas ein bisschen verstecken. Aber ich will halt nicht, dass die Sauropoden dann die Klippe hochlaufen. Das sieht halt auch ein bisschen blöd aus. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann auf der Vorderseite halt so einen unsichtbaren Zaun zu ziehen. Im Gehege habe ich auch noch mal ein paar Höhenunterschiede untergebracht. Und diese habe ich dann auch mal schön mit Fels angepinselt. Dann kommen die auch noch mal mehr zur Geltung. Da könnt ihr ruhig erstmal immer zu viel anpinseln. Weil später, wenn da Büsche und Bäume und so noch hinkommen, dann wird das eh alles noch schwacher. Dann ist das nicht mal alles so felsig, sage ich mal. Und dann kamen jetzt auch schon die ersten Felsen ins Gehege. Und da, wo keine Felsen und Klippen sind, muss ich natürlich einen normalen Zaun ziehen. Wollte halt nicht diesen unsichtbaren Zaun machen. Der sieht halt immer. Ist schon cool, dass man den hat. Aber ich finde, der sieht halt schon ein bisschen unrealistisch aus. Also ich würde mich da nicht wohlfühlen, wenn da nur so ein unsichtbarer Zaun ist und dann die Dinosaurier direkt vor mir stehen. Da vertraue ich zum Stahlzaun schon ein bisschen mehr. Deswegen habe ich hier dann mich auch dazu entschieden, den direkt dann am Weg zu platzieren. Und dann habe ich schon eine Menge Wald eingezeichnet. Da habe ich aber auch versucht, das an Stellen zu machen, wo es halt nicht so viel Sicht nimmt. Jetzt kommen übrigens gleich so hellgrüne Bäume, die seht ihr gleich kurz. Das wären halt die, von denen der Alamosaurus ist. Aber die fand ich optisch nicht schön, deswegen habe ich die dann wieder entfernt und mich dagegen entschieden. Ich kann dann ja einfach in den Sandkasten Einstellungen einstellen, dass Pflanzenfresser nicht verhungern. Weil irgendwie hat dieses knallige Hellgrün dort gar nicht reingepasst in diese Landschaft. Und hier habe ich den Zaun dann auch noch mal ein bisschen abgeändert, weil das war schon noch ein bisschen unrealistisch, so wie ich es da vorher hatte.
Ich habe dir dann wirklich bis nach oben gezogen, zu den Beobachtungsgalerien. Ist manchmal ein bisschen friemelig, aber ja, wenn es von der einen Seite nicht klappt, kann ich euch immer als Empfehlung geben, halt von der anderen Seite einfach anzufangen zu zeichnen. Da kriegt man irgendwann so ein bisschen Gefühl für. Einige von den Konsolenspielern haben auch in die Kommentare geschrieben, dass sie das mit dem Wegebau, gerade mit diesen Schwingungen, die ich immer bei den Kreuzungen benutzt habe, gar nicht so hinbekommen. Also keine Ahnung, ob das auf der Konsole anders ist oder so, aber auf dem PC ist es auch kompliziert. Es sieht in den Videos immer leichter aus, als es im Endeffekt ist, weil ich halt auch viel rausschneide. Das müsst ihr immer bedenken, ne? Das sieht hier alles immer so schnell und locker flüssig aus, aber in Wahrheit, wenn ich baue, ist es auch alles nicht so entspannt. Ich schneide es halt nur dann zusammen und dann kommt es halt so rüber, als wenn das alles so easy ist, ist es aber nicht. Ist halt schon viel Arbeit. Ich denke, auf Konsole geht es genauso, wie ich es jetzt halt hier mache. Nur kann ich mir halt vorstellen, dass mit so einem Controller-Stick halt noch anstrengender ist als mit Tastatur und Maus. Übrigens, falls ihr euch fragt, was ich da gerade mache, ich habe einfach den Wald überall dichter gemacht. Da habe ich auch super viel rausgeschnitten für euch. Weil ich habe das hier wirklich bei jedem Waldstück gemacht. Da habe ich so viele Bäume reinplatziert. Das werde ich euch gleich im Realtime-Part auch noch zeigen. Also das sind so viele einzelne Objekte hier. Aber ich fand es einfach schöner. Also ich finde einfach, dass der Wald ein bisschen zu undicht ist, wenn man den mit diesem Pinseltool einzeichnet. Deswegen habe ich da halt noch viel nachgeholfen mit selbstplatzierten Bäumen. Und jetzt kommen hier noch an die Ränder von dem See einige Felsen. Und auch noch ein paar mehr Büsche und Bäume natürlich auch. Und oben bei dem Besucherbereich habe ich dann noch die Stelle, wo kein Zaun vor war, mit solchen Betonbarrikaden abgegrenzt. Das ist ja so die einzige Möglichkeit, so einen Zaun zu haben auf Besucherhöhe, wo die noch rüber gucken können. Aber die kann man auch wirklich erstaunlich nah aneinander platzieren, was ich echt gut finde. Das hätte ich gar nicht gedacht. Bin es halt nur gewohnt, dass man mit Mods immer sowieso alles ineinander und so platzieren kann. Aber das ging wirklich gut. Dann habe ich neben den Besucherläden auch noch so ein bisschen die Wegflächen ausgearbeitet. Dort kamen dann natürlich auch noch einige Sitzmöglichkeiten hin. Die Besucherläden mache ich nachher auch noch ein bisschen schöner. Also die kann man ja auch noch so ein bisschen customizen. Das habe ich nur hier wieder vergessen. Das habe ich dann am Ende noch gemacht. Vor dem Hotel habe ich auch nochmal die Wegfläche ein wenig größer gemacht, damit auch dort nochmal ein paar Sitzmöglichkeiten sind. Und auch bei den anderen Besucherläden habe ich es nochmal genau gleich gemacht wie auf der anderen Seite.
dann dahinter den Wald nochmal eingezeichnet und auch wieder fleißig alle Lücken so an den Rändern oder zum Waldübergang ein bisschen schöner gemacht mit kleineren Bäumen. Das habe ich auch schon beim letzten Parkbauprojekt überall gemacht, habe ich hier auch wieder gemacht. Das habe ich aber immer größtenteils rausgeschnitten, weil es halt nicht so spannend ist. Und dann habe ich hier bei unserem einzigen freien Waldstück, was wir noch haben, nochmal einen Industriebereich gebaut, weil ich wollte unbedingt nochmal eine Rangerstation und sowas haben, weil ihr seht ja schon oben diese roten Dinger, die Fieder sind einfach leer gelaufen in der Zeit, gerade die Ziegenfutterspender, die haben die Australovenatoren, das ist die Mehrzahl, ich weiß es nicht, die haben die auf jeden Fall immer ordentlich leer gefuttert. Und ich habe in den Sandkasteneinstellungen auch nicht irgendwie eine Möglichkeit gefunden, unbegrenzte Futterspender einzustellen. Gab's das nicht immer? War da echt ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Aber ja, egal. Ich wollte eh noch einen Industriebereich bauen, deswegen hat sich das ganz gut angeboten. Den habe ich dann hier einfach gemacht. Und dann habe ich den Ranger-Teams einfach die Gehege zugeordnet und zugeteilt. Den Industriebereich habe ich dann auch schön umzäunt. Wenn ihr sowas gleichmäßig haben wollt, kann ich euch immer empfehlen, mit diesen gestrichelten Linien zu arbeiten. Da könnt ihr dann einfach mal abzählen, bis zu welchem Strich ihr geht. Das mache ich jetzt hier zum Beispiel. Da gehe ich zum fünften Strich hin und dann nach oben hin auch zum fünften Strich. Und dann hat man halt so einen perfekten 45-Grad-Winkel. Und damit kann man dann halt auch so einen... Was ist das? Ein Hexagon? Das ist jetzt, glaube ich, was ich baue, ne? Ja, also auf jeden Fall mit diesen Strichlinien könnt ihr sehr, sehr gut arbeiten, um das halt gleichmäßig hinzubekommen. Ich habe da dann auch noch einen schönen Doppelzaun draus gemacht. Und dann auch noch ein bisschen mehr Industriedeko dort reingebaut. Ihr müsst übrigens auch mit so Deko-Sachen aufpassen, wenn ihr dann Wege entfernt, wo die draufstehen, das seht ihr jetzt, dann verschwinden die teilweise einfach. Das heißt, am besten erst so Deko-Elemente und sowas platzieren, wenn ihr euch wirklich sicher seid mit den Wegen. Weil ansonsten macht ihr halt euch auch so ein bisschen unnötig Arbeit. Wobei man kann das bestimmt auch umgehen, wenn man bei dem Entferntool nur Wege entfernen einstellt. Das kann man ja auch machen. Habe ich halt aber noch nicht getestet. Müsst ihr halt einmal ausprobieren. Hier in der Mitte habe ich dann auch nochmal mit diesen Betonbarrieren das Ganze so ein bisschen eingezäunt. Da sollte nämlich nochmal ein bisschen Deko hin. Dann noch ein paar Dinosaurierkäfige. Und dann auch noch Flutlichter. Und ich kann jetzt schon mal sagen, diese Flutlichter sorgen dafür, dass dieser Industriebereich wirklich cool aussieht bei Nacht. Das werdet ihr gleich auch noch sehen am Ende des Videos. Hier in die Mitte habe ich dann auch noch einen Baum platziert und ein paar Blumenkästen. Und jetzt habe ich halt die Läden nochmal angepasst. Das hatte ich halt nur vergessen vorhin. Und natürlich kann man jetzt ja auch die Lampen einfärben. Da habe ich mir dann so einen schönen Gelbton rausgesucht, der mir sehr gut gefallen hat. Eigentlich so eine Mischung zwischen Weiß und Gelb war das. Fand ich sehr, sehr angenehm. Gerade bei den Brunnen sah die cool aus. Unter Wasser habe ich mich dann eher für sowas Weißeres entschieden. Und auf den Wegen, die noch sehr dunkel waren, habe ich dann auch noch diese Banner platziert, wo dann auch Lampen eingebaut sind. Da habe ich das einfach frei Schnauze gebaut. Also die Abstände sind nicht immer perfekt gleich, aber das fällt eigentlich gar nicht auf. Also wenn man es ungefähr gleichmäßig macht, passt das eigentlich. Und da landet gerade unser letzter Alamosaurus. Insgesamt habe ich 4 Stück freigelassen. Sehen auch wunderschön aus von den Skins, ne? Toller Dinosaurier der späten Kreidezeit. Der ist auch richtig schön hier, der grüne. Ich finde das immer cool, dass die hier oben so eine Farbe nochmal haben, eine andere. Und der letzte ist noch dunkler. Sind übrigens nicht alleine im Gehege. Ich kann es euch jetzt nochmal von oben zeigen. Achso, bevor ich es vergesse.
wollte euch noch zeigen, wie viele einzelne Objekte wir hier haben. Guckt euch das mal an, wie viele Bäume ich hier noch dazu platziert habe, damit der Wald dichter ist. Das hat man im Video gar nicht gesehen, aber allgemein. Guck mal, wie viele Bäume ich hier einzeln platziert habe. Aber ich finde, das macht auch viel aus, weil dadurch ist der Wald halt viel dichter. Aber die haben ja noch ein paar Mitbewohner, nämlich Archeo Ornotimimus. Die kommen auch aus der späten Kreidezeit, habe ich extra nachgeguckt. Müssen ja auch zum Park passen. Davon habe ich 8 Stück hier in dem Gehege gemacht. Ich denke mal, das ist eine gute Anzahl. Wenn die sich noch ein bisschen mehr verteilen, dann wird das schon cool aussehen. Das hier ist übrigens der Industriebereich bei Nacht. Der sieht auch richtig cool aus durch die Flutlichter. Und ja, Leute, das war die letzte Baufolge von unserem Late Cretaceous Park. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. In der nächsten Folge machen wir dann nochmal eine Tour durch den Park. Und dann bekommt ihr auch das Safe Game von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.